Der Herr sagt: Ich kannte euch nie. Diese Braut ist nicht meine Braut. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. Juni 2010 von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Chase und Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Betreffend jemandem, der behauptete, für den Herrn zu sprechen, indem er sagte: Wenn die Kirchen nicht Buße tun, dann würde mein Geist in Kürze entfernt werden. Das sagt der Herr. Er ist schon entfernt. Deshalb hat dieser Mann dreist gesprochen im Namen des Herrn. Denn mein Geist wurde bereits entfernt, von den Hochmütigen und von jeder Kirche, die mich verlassen hat für ihren eigenen Weg. Schaut, mein Zorn ist in mein Gesicht aufgestiegen, aufgrund meiner Eifersucht, sagt der Heilige von Israel, denn meine Leute haben sich von mir abgewendet. Ja, sie haben ihren König und all jene, die ich zu ihnen gesandt habe, im Stich gelassen. Seht, sie haben sie mit großer, bitterer Arroganz verstoßen, indem sie sagen: Wir sind die wahre Braut. Wir brauchen keine Boten, die Propheten sind tot. Lasst uns allein, damit wir weiter schlummern können. Der Herr verzögert sein Kommen und unser Wissen regiert über die Weisheit. Lasst uns allein. Deshalb ist diese Braut nicht meine Braut. Sie ist eine Hure, die in unreinen Dingen schwelgt. Eine entfremdete Frau, die den Traditionen der Menschen nachjagt. Kirchen der Menschen, wer ist der Herr? Sagt mir, wenn ihr es wisst. Wer ist euer Herr? Seht, ich kam zu euch, doch ihr habt mich nicht erkannt. Ich hatte meinen Geist ausgegossen, sogar über alles Fleisch, doch ihr habt mich nicht angenommen. Ich habe viele Male zu euch gesprochen und gesagt: Tut Buße, reißt all diese von Menschenhand errichteten Mauern nieder, und kehrt zu mir zurück. Verkauft all euren Reichtum und sucht die Armen und Bedürftigen auf und gebt ihnen das Doppelte. Doch ihr habt abgelehnt, mir zuzuhören, noch wolltet ihr es beherzigen. Geliebte, was sehe ich? Verhärtete Herzen, Stolz und eine große Arroganz. Deshalb werde ich rasch zu euch herabsteigen und euch all meine kleinen Glühwürmchen entreißen. Und ich werde euch eure Kinder wegnehmen, denen ihr erbrochene Nahrung, falsche Lehren und Irrlehren gefüttert habt. In meinem Namen. Ja, all jene unter euren Herden, deren Herzen aufrichtig sind und in welchen ich keine Arglist finde, werden trotz ihres Irrtums hochgehoben werden. Sie werden ganz gewiss an meinem Tisch speisen, im Haus des Herrn, denn ihre Orte sind vorbereitet. Denn ich erforsche die Herzen und Gedanken, sagt der Herr, und ich werde sie wegstehlen. Und ihr Männer in Autorität, die ihr in euren eigenen Augen groß geworden seid, ihr werdet euren Gebäuden und all euren schicken Kleidern überlassen werden. Ja, all eurem Reichtum, den ihr angebetet habt. Ein falscher Ruhm. Kirchen der Menschen, ihr seht mir überhaupt nicht ähnlich. Ihr kennt mich auch nicht wirklich. Und was ist mit all diesen Reichtümern? Können sie euch vor dem Tag meines heißen Zorns bewahren? Nein. Denn sie sind zu Fesseln an euren Füßen geworden. Ihr werdet aufgegeben und der Läuterung überlassen,
nackt ausgezogen und in der Welt zurückgelassen, die ihr mehr geliebt habt als mich. Eine Welt, die euch hassen wird und in der ihr dienen werdet. Denn Stolz hat eure Augen geblendet und Hochmut hat eure Ohren verstopft. Deshalb wird meine Hand euch hart treffen und ihr werdet gedemütigt, ja sogar massiv erniedrigt werden für euren Hochmut, den ihr in meinem Namen angefertigt habt, indem ihr falsche Samen in meinen Garten gesät habt. Denn auf keine andere Weise werdet ihr mich kennenlernen, wie ich wirklich bin. Auf keine andere Weise werdet ihr hochgehoben werden. Denn nur der demütige, reumütige Mensch wird Gott sehen. Deshalb sagt der Herr der Herrlichkeit: Kommt heraus aus ihnen, meine Leute, und demütigt euch vor eurem Gott. Und ich werde euch noch empfangen. Wartet nicht länger, denn die Tür schließt sich. Sie muss verschlossen werden. So ist es. Amen.